Ey, meine Freunde, und was geht ab? Mein Name ist X-Cube und ich möchte euch hier informieren über mein Geburtstagsvideo. Ja, meine Freunde, ich habe bald Geburtstag. Genauer gesagt, am 13.12.1995 wurde ich in die Welt geschissen. Und, ja, das ist der Grund für mich, das zu feiern, meinen 18. Geburtstag mit einem Hangout. Und den Hangout werdet ihr auf meinem Kanal sehen. Und ich hoffe, dass so viele wie möglich dran teilnehmen und dabei sind und ihr Spaß mit mir haben. Ich werde da so einige Fragen, ihr könnt hier Fragen unter diesem Video posten oder gleich im Hangout stellen. Könnt ihr gleich ein paar Sachen, werde ich euch erzählen und ihr könnt dann, ja, halt fragen. Ich werde ein bisschen sowas labern. Und ich habe so eine halbe bis Stunde soll der Live-Hangout gehen. Vielleicht machen wir den auch noch ein bisschen länger. Kommt drauf an, wie wir lustig sind. Aber jedenfalls, da feiern wir so gesagt zusammen meinen Geburtstag. Und ihr dürft mich halt jeden Bullshit fragen, den ihr wollt. Da könnt ihr den kleinsten Krimskram fragen, den ihr wollt. Ob ich alles beantworten werde, ist halt eine andere Sache. Aber da werden wir mal schauen hier, dass wir das alles hinkriegen. Und da möchte ich euch gerne einladen zu. Also ihr auf meinem Kanal werdet ihr es dann finden. Den Live-Hangout. Ich werde es auch nochmal in der Steam-Gruppe posten. Und bei Facebook. Ja Leute, also für alle von euch, die noch nicht in der Facebook-Gruppe sind. Ihr könnt unten einfach meine Seite liken. Da erfahrt ihr auch, wenn ein Dienstags-, Donnerstags- oder Samstags-Video ausfällt. So, die treuen Abonnenten sollten ja schon mitbekommen haben, dass ich jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Samstag ein Video mache und das regulär mittlerweile eigentlich. Und ja, wenn es immer ausfällt, dann würde ich das natürlich posten, damit ihr das auch mitkriegt. Aber eigentlich bis jetzt sollte es nicht ausfallen. Dafür kann ich ja einen Tag vorher produzieren, wenn ich dann mal keine Zeit habe, weil ich eine Woche nicht da bin, dann produziere ich mal weg ein bisschen mehr. Das ist in diesem Fall jetzt auch für die Woche halt am Start gegangen. Weil ich einfach wegen Geburtstag, ich bin bei meinen Eltern, ich bin mit Freunden unterwegs, ich habe gerade einfach Urlaub und genieße einfach die Zeit mal außerhalb von der Arbeit. Und ja, ich muss sagen, das war wirklich ein ganz nice Match hier. Ich habe gar nicht, doch stimmt, dass ich den Koffer hatte, wusste ich. Hatte ich ihn zweimal? Keine Ahnung, seht ihr, da müsst ihr, merkt ihr, wie aufmerksam ich während so einem Game bin. Da passe ich einfach nur noch auf, was im Game passiert und dann Bam, double kill in your face. So, jetzt möchte ich nochmal eben was sagen zu dem Hashtag-Projekt. Ihr habt mir sehr viele Sachen geschickt. Ich habe jetzt das Tourette-Syndrom als erster genommen. Für alle, die das jetzt mitkriegen und sich das Video anschauen, weil sie meinen, sie möchten das gern sehen oder sind neugierig. Dieses Video soll, ich möchte es vorab nochmal sagen, ich werde es im Video auch nochmal sagen. Diese Videos, die Hashtag-Videos, sollen keine Rasse, keine beziehungsweise keine Gruppen hassen. Es dient zur Unterhaltung. Das heißt, wenn ihr selber Tourette habt, dass ihr auch mal drüber lachen könnt, das ist, ich kann es verstehen, das ist einfach nur scheiße, ja. Das ist, natürlich ist Tourette eine sehr starke Krankheit und wenn ihr wollt, ich kann das gerne nochmal in einem Commentary komplett auseinandernehmen, was Tourette wirklich ist und vielleicht finde ich ja einen freundlichen anderen YouTuber, der vielleicht die Tourette krank ist oder einen Zuhörer, den ich euch denn vorsetzen kann, dass er das mal selber erklärt, weil es ist wirklich eine schwierige Sache. Ich hoffe, ihr findet die Livestream-Ankündigung ziemlich in Ordnung. Ich würde sagen, das Gameplay ist hier am Ende. Ihr habt schon gemerkt, kurz geschnippelt, weil ich jetzt in Urlaub fahre und dick einen drauf mache. Und dann würde ich sagen, Exkimels, ja, bis zum nächsten Mal. Bist du nicht dumm, hast was im Kopf, dann drücke jetzt bei XBCube den Abonnieren-Knopf.